16 Leute im Haus, 3 Generationen, nächstens dann 4. Und dann hat sich für mich die Frage eigentlich nicht gestellt, dass ich einen anderen Beruf ergreife. Wenn man sieht, wie die Hilfsbereitschaft angenommen wird, Pflegekräfte werden immer benötigt. War ganz schlüssig für mich. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Das sind Opa, Oma, Tanten, Onkel. Wir waren in der Spitzenzeit 16 Leute im Haus. 3 Generationen, nächstens dann 4. Und dann hat sich für mich die Frage eigentlich nicht gestellt, dass ich einen anderen Beruf ergreife. Ich habe immer gern schon mit all den Leuten einen guten Umgang gepflegt. Ich habe immer gern gesprochen mit einer. Ich habe mich mit meiner Großtante sehr gut verstanden. Und dann bin ich mit 15 Jahren nach Linz gekommen zu den Kreuzschwestern. Und das hat mir recht gut da. Ich bin langsam zugeführt worden in die Pflege. Und ich habe dann gemerkt, dass das mit 17, mit 18 wirklich dann wirklich meins war. Und habe dann damals war dann in der Ärztekammer. Die haben auch ein Pflege- und Betreuungsheim schon drauf gehabt. Und da hat man damals noch ohne Ausbildung gearbeitet. Und das war eine sehr erfahrungsreiche Zeit für mich. Ich habe nie in einem anderen Bereich gearbeitet und ich bin auch heute noch so, dass ich sage, für mich ist der Beruf erfüllend. Der Umgang mit einem Bewohner, wenn man sieht, wie die Hilfsbereitschaft angenommen wird, das Danke wieder umkommt. Und es ist immer so, und was mir auch gut Spaß macht, das ist einfach die Teamfähigkeit, wenn ein Team funktioniert und das Glück, das habe ich, wenn man so integriert ist in so ein Team, dann ist das natürlich für mich ideal. Dass ich umsetzen kann, das Erlernte, die Weiterbildungen für Fortbildungen, je nach Ressourcen, die die Bewohner haben, die Ressourcen erkennen. Und sich dann danach handeln, das sind dann wieder 2 Punkte. Und darum haben wir ja auch die Ausbildung. Sie soll mitbringen, Freude, einen guten Umgang mit den alten Menschen. Nicht nur mit den alten Menschen, weil sie können ja dann in einen anderen Bereich auch gehen, in ein Krankenhaus oder so. Eine Zuverlässigkeit von vornherein, also das merkt man eh meistens schon in einem Gespräch, Freundlichkeit, ein gewisses Maß an Sauberkeit und eben den wertschätzenden Umgang. Ich glaube, der wertschätzende Umgang ist schon einmal, da ist schon einmal 70% vom ganzen Bereich abgedeckt. Pflegekräfte werden immer benötigt. Und es wird immer sein, und man sieht die Statistik, wie schwierig es wird, dass wir die ganzen Stellen nachbesetzen können. Und es ist eigentlich auch noch, was man dazu sagen kann, ein sicherer Beruf. Und natürlich, die Herausforderung schläft nicht, auch in diesem Beruf nicht. Natürlich freue ich mich, wenn meine jungen Leute kommen und sich engagieren. Lustig sein, das gehört auch dazu. Es geht nicht nur traurig her, es ist auch lustig manchmal, speziell in meinem Altenheim. Und das gehört auch dazu. Und das ist mir wichtig, dass das auch bei den Jugendlichen auch so rüberkommt. Und da kann man selber als Pflegekraft viel mitgeben. Ja.